Jetzt schauen wir einmal auf eine der Top-Strategien im DAX. Etwas, was wir regelmäßig gut nutzen können, um Trades zu finden, um kurzfristige Intraday-Trades auch auszuführen. Wir hatten vor einiger Zeit ja über das Thema Daytrading gesprochen. Was braucht ein Daytrader, um erfolgreich zu sein? Die Dinge sind ganz klar. Und jetzt sprechen wir einmal über eine der Strategien, die immer wieder gut funktioniert. Und zwar, wie ich gesagt hatte, das Thema Fehlausbrüche. Bevor wir ins Webinar in den Fachteil eintauchen, wie immer auch der Risikohinweis an dieser Stelle, den bitte ich hier in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Worüber sprechen wir jetzt? Wir schauen einfach mal, wo findet denn ein Händler Intraday-Orientierung im DAX? Und dann schauen wir auf eine Strategie, hier Fehlausbrüche am Vortageshoch oder am Tageshoch bzw. an den Tiefvarianten. Und dann ziehen wir noch ein Fazit. Sprechen wir mal darüber, woran ein Intraday-Händler Orientierung hier im DAX findet. Intraday-Händler orientieren sich im kurzfristigen Bereich. Das heißt, sie schauen sehr, sehr gern und sehr, sehr häufig auf Werte wie beispielsweise den aktuellen Eröffnungskurs, das Tageshoch, das Tagestief oder mit Blick auf den Vortag, das Vortageshoch, das Vortagestief, den Vortagesschluss, die Vortageseröffnung. All das sind Dinge, wo wir wichtige Marken im Chart bzw. in den Tageskerzen sehen. Und da orientieren sich viele Händler dran. Da kommen Käufer in den Markt, da kommen Verkäufer in den Markt. Und je nachdem, wie die Händler sich dort positionieren, kommt halt die Bewegung in die ein oder andere Richtung zustande. Das heißt hier, diese Marken dienen zur Orientierung. Und je nachdem, was dort passiert, besteht der Kurs den Test am Tagestief beispielsweise, dann hat man eine gute Chance, mit Long Trades Geld zu verdienen. Kursabprall am Vortageshoch, wenn es dann nach unten geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit gut, dass wir mit Kursen in die fallende Richtung Geld verdienen. Das heißt, dass wir uns hier auf der Short-Seite mit positionieren. Also das mal hier im DAX grob gesehen, an was man sich da orientieren kann. Da gibt es auch Indikatoren dafür, der Open High Low Close Indikator beispielsweise, den man sich in den Metatrader mit hineinpacken kann, um das Ganze visuell ein wenig aufzuwerten an dieser Stelle. Das heißt hier, wenn wir uns das mal im Chart beispielsweise auch anschauen, dann hat man hier, ich habe das mal markiert, beispielsweise hier vor ein paar Tagen die Situation gehabt, schaut mal, wir haben hier ein Vortageshoch gehabt, da lief der Markt hier oben drüber und hat dann komplett angefangen abzuverkaufen. Ziemlich stark nach unten. Das sind so Bilder, die sieht man immer wieder gern. Hier beispielsweise auch ähnlich ein anderes Bild. Hier hat man das Vortageshoch. Hier sieht man, hier ging es nochmal ganz kurz drüber, bevor dann Intraday erst einmal wieder so ein bisschen Abverkauf stattgefunden hat. Ganz klar ist, das Ganze hat Intraday-Charakter. Das heißt, man ist hier nicht Ewigkeiten dabei, sondern das sind häufig Trades, die gehen mal ganz, ganz fix und da muss man auch schnell sein, weil häufig sind das halt Punkte oder in vielen, vielen Fällen sind das Punkte, wo man gegen den vorherrschenden Trend arbeitet und da sieht man dann einfach nur mal einen kurzen Rücksetzer davon, der kann schnell wieder rumdrehen, so wie man das auch hier an dieser Stelle gesehen hat. Der Tag ist ja auch grün geblieben, er ist zwar tief runtergefallen, kam dann aber auch wieder hoch und das sind so Dinge, wo man sagen muss, da muss man wirklich aufpassen, flink sein und auch die dazu passenden Strategien auch haben, damit man hier nicht erst ins Plus läuft und danach ausgestoppt wird, einfach weil man ja nicht die Schnelligkeit hatte, den Trade entsprechend auch zuzumachen. Also das sind auch Geschichten, die macht man nicht auf und geht danach irgendwo hin, sondern da bleibt man in der Regel auch am Markt mit sitzen und das Ganze zu beobachten. Und wenn wir dann hier oben dieses Hoch hatten, hier beispielsweise wie hier, wo wir das Vortageshoch gerade hatten. Das sieht so aus. Vorhin gerade hatten wir einen Tageschart im DAX. Jetzt sehen wir das Ganze hier mit dem Blick in die 5 Minuten rein. Und da sehen wir hier sehr, sehr schön das Hoch vom Vortag. Das wurde jetzt hier nochmal ganz kurz nach oben angetackert. Und danach ist der Markt einfach ganz, ganz heftig nach unten gelaufen. Und das sind so die schönen Geschichten, wo wir sehen, hier oben, da kommt einfach nichts mehr, da will keiner mehr kaufen. Das heißt, wichtig ist, wenn wir sowas handeln an solchen Stellen, an solchen Positionen, dass wir natürlich auch genau wissen,
Was passiert denn da, ne? Was ist der Grund, weshalb sollte ich denn an dieser Stelle auf die Idee kommen, hier gegen den vorherrschenden Trend zu traden? Das ist wichtig, dass dafür Verständnis da ist. Und deswegen schauen wir jetzt auch gleich mal rein, wie das Ganze im Hintergrund funktioniert. Das heißt, wie sieht denn die Logik dahinter aus? Beispielsweise hier einen Fehlausbruch am Tageshoch oder auch am Vortageshoch, wie wir das gerade in dem Chart gesehen haben. Das heißt hier, die Logik dahinter ist folgendes. Wir haben die Überschreitung des Vortageshochs. Das haben wir ja gerade gesehen. Der Markt ist hier oben. Hier war das Vortageshoch. Er ist drüber gelaufen. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend am Laufen. Der Aufwärtstrend hat hier seinen letzten Hochpunkt überschritten. Und im Normalfall kauft dort das große Geld weiter, wenn der Trend wirklich schön, ordentlich und gesund ist. Aber jetzt kommt es dazu, dass mit Überschreitung dieses Hochpunkts, Kurses, dieses letzten Trendhochs, einige Stop-Orders lagen, die Verkäufe ausgelöst haben. Und dann als zweiten Punkt hat man die Situation, dass das große Geld dem Trend nicht mehr folgt. Das heißt, hier kommt kein Kaufdruck mehr auf. Und wenn das passiert, dann gibt es weitere Händler, die ihre Positionen auch schließen. Das heißt, wir sind dann in einer Situation am Hoch, wo sich immer mehr Menschen oder immer mehr Händler finden, die auf die Verkäuferseite wechseln. Das heißt, das ist dann der Punkt, wo wir sehen, da kommt der Druck von oben. Da fehlt einfach der Order Flow auf der Kaufseite. Das heißt, der Verkaufsdruck, der nimmt kurzfristig zu und die korrektive Phase beginnt. Ja, ein echter Ausbruch, der würde hier vom großen Geld nach oben begleitet werden. Das heißt, da wäre es so, dass der Markt hier schön dynamisch weiter mit nach oben läuft. Das sehen wir hier definitiv nicht. Hier sehen wir wirklich, hier bleibt der Orderfluss auf der Longseite aus und deswegen kommt der Verkaufsdruck aus. Da wird einfach kurzfristig erst einmal ein bisschen Kasse gemacht. Das ist die Logik dahinter und das muss man entsprechend immer wissen. Übrigens, das ist auch genau das Bild, was man auf der Umkehrseite sieht. Ich gehe nochmal zwei Folien zurück. Beispielsweise, wir schauen mal kurz hier. Das ist ein weiterer Punkt. Hier, schaut euch das mal unten an. Hier, Vortagestief. Hier die Kerze daneben. Hier haben wir das Vortagestief gehabt. Hier sind wir nochmal reingelaufen. Dann ging es direkt wieder hoch. Das heißt, die Logik hier dahinter wäre ja gewesen, wenn tatsächlich die Händler daran interessiert gewesen wären, an dieser Stelle weiter Druck nach unten auszuüben, dann wäre es ja so weit gekommen, dass wir hier unter diesem Punkt weiteren Verkaufsdruck gesehen haben, der den Markt dann nach unten geschoben hätte. Das ist aber ausgeblieben. Das heißt, hier an dieser Stelle sehen wir das jetzt in der Tageskerze. Im 5-Minuten-Chart sieht das dann umgekehrt aus, so wie das, was wir gerade im 5-Minuten-Chart für die Short-Richtung gesehen haben. Da kamen dann keine Verkäufer mehr rein, sondern es kam zu Kaufdruck. Hier war keiner mehr daran interessiert, nach oben zu laufen. Umgekehrte Logik. Und wenn dann hier die Verkäufer wegbleiben und der Kaufdruck entsteht, dann ist das sozusagen der Abprall vom Low. Und das kann man dann dazu nutzen, in die Long-Richtung nach oben zu traden. In dem Falle sogar mit Richtung der großen Gesamtmarktlage. Das also hier mal auf die umgekehrte Seite das Ganze gesehen. Das heißt, hier im Short-Bereich haben wir den Top, das Top oben, das wird abverkauft. Und im Long-Bereich haben wir vorher den Verkaufdruck. Und der Verkaufdruck versiegt dann. Es kommen immer mehr Käufer in den Markt. Das große Geld schließt sich den steigenden Preisen an, kommt also mit Kauforders in den Markt und dadurch sehen wir dann am Markt steigende Preise. Schauen wir uns mal die Short-Strategie im Detail hier an dieser Stelle auch an. Das heißt, hier an dieser Stelle hat man immer die Vorsituation, dies, es ist ein antizyklischer Trade. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zwei Folien zurück. Im Normalfall ist es ja so, das mag der ein oder andere auch kennen, wenn man in den Märkten als Trendhändler agiert, ja, dann macht man oder geht man ja davon aus, dass hier oben der Markt im Normalfall drüber läuft und das Kaufsignal kommt, die Position eröffnet wird, man geht hier oben als privater Händler rein und geht davon aus, der Markt läuft jetzt schön weiter nach oben. Der Stopp wird fein, ordentlich, säuberlich hier unten positioniert, hier am Korrekturtief. Damit ist alles okay, das Setup ist da, alles schick, man hat sich an sein Regelwerk gehalten. So, Punkt. Und dann passiert es, der Markt läuft nicht weiter hoch, er bricht erstmal ein. Das ist eine Situation, die kenne ich persönlich auch noch, nur zu gut, wo man einfach sagt, okay,
da ist jetzt irgendwas faul. Man muss auf ein paar andere Punkte gucken. Und deswegen auch immer so ein bisschen den Blick in der Handelsvorbereitung, wo sind denn wichtige Marken, auf die kurzfristige Händler auch schauen. Und das sind ja die, die ich im Vorfeld auch miteinander beschrieben hatte. Das sind die Marken. Das heißt, im Vorfeld war es auch bei mir damals so gewesen, hier unten den Stopp, hier oben Long rein, Stunde schön nach oben gelaufen, alles wunderbar, Setup passt, pum, weg. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber mit einem Blick in die Verortung kann man das ein bisschen anders aufziehen. Das heißt, mit diesem Wissen, was jetzt hier da ist, können Sie an den Stellen, wo Sie früher Geld verloren haben oder wo andere Ihre Positionen schließen, können Sie anfangen, wenn Sie die richtigen Setups traden, nach unten hin das Ganze anzusetzen, kurzfristig antizyklisch zu traden und mit dem kurzen Rücksetzer hier aus dem Aufwärtstrend auch Geld zu verdienen. Das heißt, hier am Long-Ende geht man die Short-Strategie ein. Es ist ein antizyklischer Trade. Entry via Stop-Verkauf-Order unter der Umkehrkerze oder auch der Formation, die wir da hatten. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Die Absicherung etwas über dem Hoch. Warum über dem Hoch? Das ist ja die Frage, wo setzt sich denn der Aufwärtsschub wieder fort? Und das ist ja dann spätestens, wenn das Hoch überschritten wird. Und dann im Zielbereich kann man entweder immer mit einem festen Verhältnis arbeiten, wer beispielsweise mit Chance-Risiko-Verhältnissen arbeitet und hier sozusagen die doppelte Chance dem Ganzen übergibt und man hat halt, was weiß ich, eine Absicherung von 20 Punkten, dass man das Ziel bei 40 Punkten weiter wegsetzt oder aber man nutzt markttechnische Level. Wenn wir uns das Ganze mal im Chart auch anschauen hier, schauen wir mal rein, was ich vorbereitet hatte hier. Jetzt muss ich nochmal kurz den Chart wieder in die Situation oder an die Stelle bringen, wo wir hier gestern gewesen sind. Kurzen Augenblick. Da gehen wir mal hier rein. So, jetzt ziehen wir das mal rüber. Da haben wir es. Hier hatten wir die Situation. Also, hier, das war das Vortageshoch. Ja? Das war schön der laufende Aufwärtstrend. Ich zeichne das mal ganz kurz hier ein. Hier hatten wir die letzte Korrektur. Dann lief der Markt hier nach oben hin. Zack, da oben rein. Früher, oder die klassischen Trendhändler sagen dann, gut, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle mit Überschreitung des Ganzen long gehe, mache ich hier unten meine Absicherung rein. So, das ist das ganz normale Prozedere, ganz normal im Handel von Trends. Das wird jeder kennen. Das sind ganz normale, klassische, trendtechnische Setups. Jupp, das also die Situation nach oben. Aber wir traden ja jetzt prinzipiell in die Gegenrichtung. Das heißt, was wir jetzt tun ist, wir schauen uns ja den Bereich hier oben an, wo der Fehlausbruch kommt. Und das ist ja das Interessante an dieser Stelle. Hier oben haben wir die Umkehrformation. Das, was wir hier oben sehen, ist der Abverkauf hier an dieser Stelle. Es kommt auch häufig hier oben dazu, dass man jetzt nicht so eine Weile Seitwärtsverläufe hat, so 3, 4, 5 Kerzen, wo der Markt hier wirklich überlegt, ob es hochgeht oder nicht. Man hat von Zeit zu Zeit auch sogenannte Umkehrkerzen. Das heißt, die Kerze, die dann einfach so ausschaut, dass man den Schub von oben nach unten bekommt. Ich zeichne das mal kurz an, so hier in diese Richtung, dass man schön so eine Hammerkerze hat. Na, das wollen wir mal hier ein bisschen drüben haben. Hier, die Kerze. Heute mal in etwas anders farbigen Bereichen, aber ich hoffe, man kann es erkennen, was ich damit möchte. Das heißt hier an dieser Stelle einfach eine Hammerkerze, ein Umkehrstab, wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte und das hier sozusagen ineinander gebracht. Nein, kriege ich nicht hin. Sorry, tut mir leid. Also ein Umkehrstab sozusagen irgendwo hier oben rein. Das ist das Umkehrsignal. Wo kommt der Stopp dann entsprechend hin? Oben drüber, weil wenn der Markt ja hier oben drüber läuft, dann wäre es ja so, dass wir definitiv hier wieder in die Long-Richtung gehen müssten. Da wäre es also vorbei. Das heißt hier mit Blick auf das ganze Geschehen, wenn wir in den Markt reingehen, dann kommt hier oben der Stopp hin, die Absicherung und die Entry-Order, da kann man sich schön einstoppen lassen, kommt dann, wenn wir hier unten drunter laufen. Das heißt, wenn wir unter das Tief dieser Umkehrformation drunter laufen, dann geht das Ganze nach unten los. Und zur Orientierung der Ziele, wie schon gesagt, kann man arbeiten, wie man gern möchte. Entweder man macht immer ein festes Handelsziel aus vom Chance-Risiko-Verhältnis oder man orientiert sich irgendwo an den Vorgaben, die wir im Trendverlauf auch sehen. Und da können wir hier an dieser Stelle ja auch einiges sehen. Wir haben ja einige Marken drinnen, die schon dann interessant sind. Das heißt, an der Stelle hier, wo kann man dann die Position schließen? Das wären Marken wie zum Beispiel hier.
Hier unten haben wir ja ein Gap-Close, das wäre eine Geschichte. Oder aber, wenn es die Verortung hergibt, dass man sagt, okay, man geht auf markttechnische Level, wo man bestimmte Tiefs hat. Das heißt, wenn man sich mal diesen Aufschwungmarkt hier anschaut, dass man sich anguckt, wo hat er denn gehalten? Das wären dann Bereiche wie hier oder hier, beziehungsweise hier, hier. Das wären Marken, wo der Markt durchaus anlaufen kann und auf die Umkehrbewegung mit reingehen kann. Das sind Level, die wir hier definitiv auf der Long-Seite sehen, wo der Markt von unten dann entsprechend mit nach oben laufen kann. Das also hier in der Short-Strategie gegen den Aufwärtstrend. Und der ist ja auf Tagesbasis da auch noch da gewesen. Das also das eine. Schauen wir uns jetzt mal noch die andere Strategie an. Hier in diesem Maße beziffert die Long-Strategie. Auch das wieder ein antizyklischer Trade. Warum? Wir steigen hier am Tief des Tages bzw. des Vortages ein. Das heißt, der Tag ist vorher gefallen oder bis zum Tagestief gab es logischerweise fallende Kurse und wir steigen dann unten ein. Das heißt, hier auch der Entry via Stop-Kauforder über der Umkehrformation oder über der Umkehrkerze. Die Absicherung etwas unter dem Tief und hier bei Thema Kursziel, entweder man arbeitet wieder mit einem festen Ziel, einem Chance-Risiko-Verhältnis, wie auch immer, oder man sucht sich markttechnische Level. Und da gucken wir jetzt gleich auch nochmal im Chart, ob wir hier was finden. Wir gucken mal eben im DAX. Wir haben den DAX ja kurz offen gehabt, wo wir hier möglicherweise was finden am Thema Vortagestief. Wir hatten hier unten eine Umkehrsituation. Das ist alles ein bisschen weit weg, was wir hier finden. Na, was Ähnliches konnte man hier finden. Gut, das ist jetzt nicht das Tagestief, das wäre das Vortagestief gewesen, aber wir haben es nicht angelutscht. Na doch, wir haben es ja gestern hier gesehen. Hier haben wir unten eine Umkehr gehabt. Also es ist nicht eins zu eins das, was ich jetzt hier zeigen möchte. Sowas wie hier so eine schöne Umkehrkerzen, dass wir die hier unten haben. Wir haben halt hier eine gesehen, wo der Markt runtergelaufen ist und dann direkt wieder umgekehrt hat. Das ist dann das Interessante am Vortagestief. Aber ich will das Setup an dieser Stelle einfach mal erklären, damit man weiß, wie das Ganze bildlich funktioniert. Bildlich funktioniert es halt so in dem Moment, ich ziehe das mal ganz kurz etwas rüber hier in diesem Bereich, wenn man hier beispielsweise etwas hat wie hier unten, ja, dass man hier den Tiefbereich hat und wir hier sehen, der Markt läuft nach unten runter. Piekst das an und macht dann hier, so wie wir das hier sehen, so eine sehr, sehr schöne Umkehrkerze an dieser Stelle. Das sind dann die Punkte, wo man sieht, hier kommt es zu einer Umkehr und das kann man zum Trading nutzen. In dem Moment, in dem man sagt, wo gehe ich rein? Was wir dann hier tun können, ist, dass wir hier drüben über dem Hoch der Umkehrkerze, hier haben wir mal eine schöne Umkehrkerze, die Position eröffnen. Ich zoome das mal kurz weiter ran, dass wir das besser sehen können. Das heißt, hier oben drüber, über dieser Kerze, kommt die Einstopp-Order, die Absicherung logischerweise unter dem Event. Das heißt, wir haben ja hier ein Kerzentief, wo wir uns absichern können. Und wir wissen halt, wenn die Kurse hier unten drunter fallen, dann setzt sich, also unter dieses Tief, setzt sich ja der Abwärtsdruck fort. Das wollen wir dann an diesem Moment nicht. Hier geht es wieder nach oben. Das kann man nutzen, um sich einzustoppen und dann die Position nach oben mitlaufen zu lassen. Orders zur Ziel- oder Gewinnmitnahme könnten wir dann beispielsweise platzieren an Punkten, wo wir sehen, da gab es mal was markttechnisch, beispielsweise hier drüben, wo wir so einen Abwärtsschwung auch gehabt haben. Wie schon gesagt, es ist kurzfristig, das kann man nutzen. Oder aber auch solche Widerstandslevel, wie wir es hier oben sehen, beispielsweise hier in diesem Bereich. Das sind dann natürlich immer wieder Marken, wo wir die Positionen schließen können, weil dort der Markt möglicherweise wieder rumdrehen kann. Wie schon gesagt, es ist ein sehr, sehr kurzfristiger Trading-Ansatz und wir handeln gegen vorherrschende Trends. Das ist wichtig. Hier handeln wir halt gegen den Abwärtsdruck in die Long-Richtung und es kann da schnell auch gegen uns laufen. Das heißt, da muss man an dieser Stelle einfach auch ein bisschen fix sein, um das Ganze mitzumachen. Das also eine der Strategien oder zwei Strategien, die wir hier im DAX anwenden können, die Fehlausbrüche an Tageshochs, Tagestiefs bzw. Vortageshoch und Vortagestief. Das Fazit dazu: Es ist eine Strategie, wo wir im Bereich der Fehlausbrüche auf der Long-Seite, das heißt, wenn der Markt gestiegen ist und der dreht am Tageshoch um, dass dort kurzfristige Schwäche einsetzt und diese Schwäche ist auch sehr, sehr gut am Verhalten der Charts erkennbar. Die
Short-Seite zu bedienen, auf der anderen Seite, wenn wir am Tagestief oder am Vortagestief uns befinden und dort kommt es zur Umkehr, das heißt, dort kommt plötzlich Stärke in den Markt rein, dass dort ein Fehlausbruch stattfindet, dann wäre das die Gegenseite. Das heißt, wir haben hier eine Situation oder zwei Situationen, wo die Logik dahinter sehr schnell, einfach und leicht nachzuvollziehen ist. Man kann auch relativ schnell agieren. Von der Seite her ist auch noch eins wichtig zu sagen, ich persönlich nutze solche Dinge dann gerne im 5-Minuten-Chart. Man kann das aber auch im 1-Minuten-Chart machen. Man muss halt nur sehen, wie gut und stark die Kerzenkonstellationen da sind. Ich komme besser mit den 5 Minuten zurecht. Das muss man ein bisschen herausfinden, wie die Minute, wie gut einem die Minute dort tut, um dort auch aktiv zu werden. Was sehr, sehr schön ist, man hat in der Regel immer eine sehr, sehr schöne enge Absicherung und das macht natürlich die Risikokontrolle leicht. Wir bekommen durch die Signale im Intraday-Bereich auch eine sehr, sehr schnelle Bestätigung durch den Markt und wir nutzen hier quasi die aktuellen Marktgegebenheiten aus an Stellen, wo wir eine relativ gute Trefferquote auch haben und das ist ja das, was wir Trader hier immer wieder gut und gerne haben wollen. Das also die Beschreibung zum Webinar mit der Strategie der Fehlausbrüche hier im DAX. Ich hoffe, es hat gefallen, dem einen oder anderen ein wenig Einblick gegeben und hilft der eigenen Strategie ein wenig unter die Arme zu greifen. Ich sage an dieser Stelle ganz lieben Dank und wünsche allen gute Trades.